Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu Raceum Racing Experience. Im heutigen Video möchte ich euch Imola zeigen. Die Strecke kam vor wenigen Stunden raus und kostet 4,98 Euro. Ein gesalzener Preis, wenn man bedenkt, dass man vier Layouts in Automobilista für 5,99 Euro bekommen hat und hier nur mit einem Layout bedient wird, nämlich mit dem von 2016, was man anhand der italienisch farbenen Curbs und dem Imola-Schriftzug auf der asphaltierten Auslauffläche erkennen kann. Ja, wir setzen uns gleich ins Cockpit des BMW M235i, denn der hat ein Sound-Update bekommen, der soll sich jetzt ein bisschen männlicher und dröhnender anhören im Innenraum. Gruntier, also grunzender. Grunzend erinnert mich an Tooltime, also mit Tim Allen, die Serie, weiß ich nicht, auf Deutsch, hör mal, wer da hämmert. Der hat auch immer gegrunzt, weiß nicht, ob das so zu einem Auto passt, ins Grunzt, aber Gruntier, der Sound jetzt auf jeden Fall. Werden wir aber gleich hören, nachdem wir eine Runde um die Strecke geflogen sind. Denn wir wollen ja wissen, ob sich 4,98 Euro lohnen für diese eine Streckenführung. In Automobilista mag ich alle vier Layouts wahnsinnig gern und in Assetto Corsa habe ich die Strecke lieben gelernt vor zwei Jahren. Davor, in anderen Spielen, habe ich die immer gehasst, Imola. Also, weil einfach aufgrund der Ondulation und der Streckenführung, ich kam damit nicht zurecht. Ich habe so viele Abflüge gemacht und in Assetto Corsa hat es dann Klick gemacht und seitdem mag ich die Strecke sehr. Deswegen habe ich die 5 Euro auch ausgegeben. Ja, und hier sehen wir schon an der nächsten Schikane, wie liebevoll die Curbs gestaltet wurden und die Auslaufflächen, auch die Banden oder Barrieren, die Zäune. Auf die Zuschauer gehe ich jetzt nicht ein und die Bäume, die sehen von oben betrachtet ein bisschen doof aus. Aber man soll ja in Raceroom Racing Rennen fahren und nicht über die Strecke fliegen. Ich würde sagen, wir schließen uns hier gerade dem Roten an und fliegen an dem vorbei. Ja, auch hier der Weg links und ja, diese Brücke hier vorne, die ist ein bisschen auf alt und schäbig gemacht. Das finde ich auch gut mit diesem Formel-1-Wagen hier rechts dran. Das sind so kleine Details, die finde ich immer gut, wenn die Entwickler an sowas denken. Denn so weiß man wirklich, dass man sich hier auf Imola befindet. Das sind so prägnante, ja, Objekte, an die gedacht wurde. Ja, und das ist einfach eine coole Sache. Und wenn wir jetzt hier so in den Sonnenuntergang fliegen, einfach eine tolle Stimmung. Ich finde die Farben in Raceroom auch sehr gelungen. Also in Assetto Corsa ist mir alles zu, weiß nicht, zu warm von den Farben. Und in Automobilista ist alles ein bisschen zu altbacken. Und Raceroom bekommt da den Spagat ganz gut hin. Ja, auch hier ist es schon sehr liebevoll gemacht. Also die Leute haben sich da wirklich hingehockt und sich Gedanken gemacht. Hier diese alte Mauer auch. Ja, weiß ich, es sind so Kleinigkeiten, die finde ich einfach toll. Oder auch hier die Mauer oder die Wand. Man sieht es beim Fahren vielleicht nur im Augenwinkel, aber dieser Augenwinkel reicht aus, um einem zu signalisieren, ja, du bist hier auf Imola unterwegs. Ja, auch die Gebäude sehr ansprechend. Also die Architektur übernommen hier sogar mit den Sonnenkollektoren. Also wer denkt denn bitte an sowas? Aber gut, dafür möchte ich keine 5 Euro ausgegeben haben für Sonnenkollektoren. Ich will schon auch was geboten bekommen auf der Strecke. Hier diese Startampelbrücke oder... keine Ahnung, wie man dazu sagt, der Aufsteller. Bisschen groß für einen Aufsteller. Keine Ahnung, dieses Ding halt. Sieht super aus. Finde ich toll. Auch hier die Bremspunkte bzw. die Kurvenschilder. Ja, finde ich klasse, wenn die da sind. Weiß nicht, ob die in echt auch an dem Ort sind. Ich liebe es auf jeden Fall in Rennspielen, weil ich mich daran eigentlich immer orientiere. Oder an Streckenobjekten am Rand. Hier das Kiesbett und die Curbs. Es sieht einfach so gut aus, vor allem in dem Licht. Ja, ich hoffe, die Bäume sehen beim Fahren dann ein bisschen besser aus. So von oben, boah, ist echt nicht schön. So, jetzt kommen wir zur Ayrton Senna Gedenkstätte. Hier, da bin ich so ein bisschen oder habe ich gemischte Gefühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es auf der einen Seite sehr cool, dass die sowas integriert haben. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, muss es wirklich sein, sowas reinzubringen? Warum hat man es dann nicht bei anderen Fahrern gemacht? Hat einfach der Typ von Sektor 3 irgendwie eine Beziehung zu Ayrton Senna? War der vielleicht bei dem Rennen damals als Kind? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde es sehr liebevoll gestaltet und wieder so ein kleines Detail, so ein, ja, aber auch sehr wichtiges Detail, das hier eingefügt wurde. Aber wie gesagt, da weiß ich, keine Ahnung. Dient es vielleicht auch dazu, Leute zu gewinnen und zu sagen, hey, guck mal, das haben andere Spiele nicht. Hier sind sogar zwei Zitate von Ayrton Senna abgebildet. Ja, die brasilianische Flagge natürlich. Und eine Basecap. Auch die Blumensträuße. Krass, also dass man daran gedacht hat, hier reinzubringen. Also meine positiven Gefühle hinsichtlich dieser Gedenkstätte, die überwiegen auf jeden Fall.
Und ich hoffe wirklich, dass derjenige, der das gemacht hat, da irgendwie eine Beziehung dazu hat und das nicht einfach gemacht hat aus irgendwelchen kommerziellen Gründen. So, aber mehr möchte ich darüber auch gar nicht sprechen. Weiter geht's mit dem Streckenlayout. Hier wieder die italienisch farbenen Curbs. Das finde ich einfach super. Und auch wieder, ja, diese Auslaufflächen der Keys, der ist so, ja, der hat so ein bestimmtes Muster. Darauf stand ich schon immer in FIFA, wenn man das Rasenmuster auswählen konnte. Sind einfach, die, die meine Videos kennen, ihr wisst, dass ich einfach auf so, ja, doofe Details stehe. Manche denken sich, was, das juckt doch nicht. Aber mich juckt es. Ich finde es cool, sowas. Ja, den Hügel, den finde ich auch in Automobilista schon immer cool, wenn man dann von unten hier rauf fährt und vor allem jetzt im Sonnenlicht, im Sonnenuntergang. Also rein optisch hat die Strecke einiges zu bieten und wurde sehr, sehr liebevoll gestaltet. Wie, ich finde hier sogar noch so ein Lager für so, ja, wie sagt man, Auffang, Schutz, Schutzwall-Dingens. Da seht ihr, dass ich wahnsinnig viel Motorsport gucke, denn sonst würde ich wissen, wie man die Dinger nennt. Ja, jetzt haben wir eine Runde absolviert in der Luft. Wie gesagt, von oben sieht es ganz schnieke aus, bis auf die Bäume und ein paar Gebäude. Aber wie gesagt, man soll ja auch nicht fliegen, man soll fahren und genau das tun wir. Wir schwingen uns rein ins Cockpit. Den Sound werdet ihr jetzt nicht so gut hören, aber ich lasse euch was aus der Wiederholung da, wo ihr den Sound genießen könnt. Denn ich habe gerade ein paar Probleme mit meinem Mikro. Oh, ich sollte vielleicht mal anlassen, bevor ich in den ersten Gang schalte. So, und jetzt kann es losgehen. Boxenlimiter rein, dass man keine Strafe riskiert hier in der Boxengasse. Ja, ich musste den Sound des Spiels wahnsinnig weit runterdrehen auf 6%. Normalerweise habe ich den auf 10 oder so. Ja, aber mehr ging halt jetzt nicht. Wahrscheinlich wird da wieder mal ein neues Mikro fällig. Ich benutze immer so ein Headset mit Mikro. So, mal gucken, wo ich hier bremsen muss. Okay, das war ein bisschen zu spät. Auch zu harsch auf der Bremse. Sagt man harsch im Deutschen? Ich glaube nicht. Man sagt forsch. Naja, zu doll einfach auf der Bremse. Und, ah, diese Wolkendecke finde ich geil. Mit so einem Sonnenuntergang. So, und ich muss bei mir den Sound lauter machen, damit ich den BMW höre. Und jetzt will ich euch gleich mal was zeigen, was jetzt im letzten Update, was da geändert wurde. Komm mal ran hier, Junge. Komm. Ja, genau. Ah, vielleicht komme ich jetzt nicht mit ihm. Ja, wenn ich jetzt in ihn reinfahre, dann bleibe ich nicht mehr magnetisch an ihm haften, sondern ich kann mich jederzeit lösen. Vor dem Update, das heute rauskam, hatten wir das Problem, dass die Autos wie Magnete aneinander hafteten und man kam dann nicht mehr weg. Und plötzlich kam man doch weg und dann hat man so stark gegengelenkt, dass man einen Abflug gemacht hat. Und das hat man jetzt gerade gesehen. Ich versuche dann nochmal... Nee, ich komme jetzt nicht mehr ran. Ich rausche einfach mal in der nächsten Schikane in den Rhein und dann starte ich nochmal neu und fahre dann die Qualifikationsrunde. Aber ich will euch das auf jeden Fall zeigen. Richtig cool jetzt. So. Also zack, ich schiebe ihn jetzt an und mein Fahrzeug bleibt nicht irgendwie beppen an ihm und ich mache auch nicht irgendwie einen komischen Abflug. Und das finde ich richtig, richtig gut. Sonst hätte es mich jetzt nämlich gedreht. Vor einer Woche noch oder so. Gibt der jetzt auf. Ja, und das wurde jetzt verändert und es ist einfach, ja, finde ich klasse. So, jetzt gucken wir uns noch kurz die Reflexion an. Das war nämlich auch ein Punkt im Update, der mich interessiert. Na, sieht man jetzt wenig? Doch, hier sieht man es sehr gut. Die Reflexionen auf dem Auto, diese werden jetzt schneller gerendert bzw. überarbeitet. Hier auf der Motorhaube sieht man es vielleicht besser. Jawohl, super, wow. Sowas finde ich toll. Also das mit den Kollisionen finde ich natürlich noch viel besser. Da ist er wieder. Vielleicht kriegt... Ah, da ein anderer. Ja, mit dem hatte ich jetzt auch eine Kollision. Super. Ah, toll, diese beiden Dinge. Die freuen mich schon saumäßig. Aber die haben mit den 5 Euro des Imola-Pakets nichts zu tun. Hier soll es ja im Video eigentlich nur um die Strecke gehen und nicht ums Update. Aber sowas fließt natürlich auch mit ein. Und boah, wie geil sieht es eigentlich aus hier im Sonnenuntergang. Ich würde sagen, wir starten nochmal neu. Denn der BMW müsste beschädigt sein. Oh, jetzt habe ich neu... Na, das war jetzt nicht sehr clever. Jetzt fahren alle auf die Strecke. Naja, egal. Mal gucken, was ich an Zeiten hier hinbekomme. Na, der fährt einfach durch uns durch. Das kennen wir auch aus Assetto Corsa. Da ist auch so geregelt. Ist ja nicht schlimm. Darf ruhig so sein. Sonst hätten wir jetzt gleich wieder eine Kollision gehabt. Ja, ich bin gespannt, was ich für eine Zeit fahre. Ich habe keine Referenz. Ich weiß nicht, was ich hier fahren muss. Die KI steht auf 100% und ich fahre wie immer im Get-Real-Modus ohne Fahrhilfen. Und ich freue mich schon drauf, wie das Heck hier kommt. Ich habe es gerade schon ein bisschen gespürt. Ah, diese Wolkendecke sieht so aus, als ob es gleich regnen würde.
So wie hier im Moment. Hier habe ich ein bisschen komischen Approach für die Kurve. Also wie sagt man, einen Ansatz, wie ich die Kurve fahre. Der ist ein bisschen unorthodox und auch langsam. Da muss ich noch ein bisschen Nachhilfe nehmen. Ansonsten habe ich mich mit Imola eigentlich sehr gut angefreundet. Ich finde die Strecke geil, vor allem wie es hier den Berg hochgeht und dann hier früh genug bremsen, einlenken und dann eigentlich gleich wieder aufs Gas. Da wäre noch viel mehr möglich gewesen gerade. Ja, und so, wenn man hier im Cockpit sitzt, macht die Strecke auch einen wahnsinnig hochwertigen Eindruck. Man merkt nicht, also ich weiß nicht, ob sie lasergescannt ist. Ich kann es mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass die bei Race Room oder Sektor 3 jetzt plötzlich die Strecken scannen. Ich glaube, nur die Nordschleife ist gescannt. Oh, da kann man noch viel später bremsen. Krass. Ja, und im zweiten Gang hat man eigentlich im BMW nichts verloren. Da reicht immer der dritte aus. Curbs fühlen sich auch gut an. Oh, oh, oh. Das ist meine Problemkurve. Hier auf jeden Fall den Curb mitnehmen, so wie der KI-Kollege das gemacht hat. So, jetzt eine schnelle Runde und danach ins Rennen. Drei Runden werden gefahren. Ja, und wie geil sieht es einfach aus, so der Sonne entgegen. Ich freue mich gleich auf den Turm hier, den Schatten. Jawohl. Ah, herrlich. Ich hoffe, dass mit der KI nachher alles klappt, dass da alles okay ist. Nein! Okay, die Runde wird schlecht und ungültig. Muss ich noch eine fahren. Moment. Vielleicht Traktionskontrolle habe ich drin. Wo fährt der entlang? Na, das machen wir jetzt anders. Zurück zur Werkstatt. Genau, Fahrzeug-Setup und dann mache ich hier mal die Traktionskontrolle raus. Dann kann ich ein bisschen mehr mit dem Gas spielen. Wenn er mir kommt, kann ich dann voll draufstiefeln und gegenlenken. Das habe ich lieber, als wenn mir dann die Drehzahl genommen wird durch irgendwelche elektronischen Helferlein. So, wieder den Bit-Limiter rein, dass man keine Strafe riskiert. Ja, und ich finde es cool. Aber mag auch daran liegen, dass ich einfach Imola sowieso immer cool finde. Und dass Sektor 3 einfach weiß, wie man Strecken macht. Also die haben das einfach drauf. Das muss man denen lassen. Ah, schön ohne Traktionskontrolle jetzt. So, und ich versuche jetzt einfach mal so sauber wie möglich zu fahren. Das erinnert mich an mein letztes Video. Da habe ich auch sowas gesagt und bin ich in einen reingefahren. Ja, doof. Ah, hier kann man noch früher aufs Gas und schön, wie das Heck so leicht kommt vom BMW. Einfach ein tolles Einsteigerauto. Mit dem kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Der verzeiht unglaublich viele Fehler. Man kann auch viel später bremsen, als man erstmal denkt. Und man muss gar nicht so viel schalten, weil er eigentlich auch im dritten Gang genügend Power hat, um alles zu bewerkstelligen, was man anstellen möchte. So, jetzt hier drüber großzügig. Hui, da hätte ich beinahe den Gegenpendler verpasst abzufangen. So, jetzt hier ein bisschen später bremsen. Den Curb nehme ich mit, den nehme ich auch mit. In Assetto Corsa darf man hier auf die grüne Fläche nicht drauf. Ich glaube AstroTurf heißt es. Bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt, ich gucke nicht so viel Motorsport. Ich kenne die ganzen Begriffe gar nicht. Ich fahre einfach sehr gern. Ach du grüne Neune, da kann man viel, viel später bremsen. Krass. Und hier auch. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen die Traktionskontrolle reinmachen, wenn ich sauber fahren möchte. Ich probiere mal. Moment, hier. Nein, ich sag jetzt nichts, es sieht nicht gut aus mit dem Sonnenuntergang. Das war die falsche Entscheidung, es ist hässlich. Pfui. Nein, ich find's einfach toll, ich kann es nicht leugnen. So, ich gehe jetzt voll aufs Gas. Okay, gut, es geht noch. Bin ich runter, hab nicht gelupft und geht. Okay. Ich bin echt gespannt auf meine Zeit, was ich gegen die 100er KI so mache.
gebe hier nochmal Gas und dann, jetzt habe ich einen Scheitelpunkt nicht erwischt. Normalerweise komme ich so ganz gut durch die Kurve durch, also in Assetto Corsa kriege ich da einigermaßen gute Zeiten zustande. Ein Automobilist habe ich jetzt noch gar nicht so viel getestet auf Imola. Und hier auch, wie man dieser Wolkendecke entgegenfährt mit der Sonne, ja, so im Rücken. Jetzt war ich zu romantisch. Man sollte beim Rennen, beim Rennfahren nicht romantisch werden. Das funktioniert nicht. Komm, komm, komm. Sehr gut. Okay, ich glaube, die Runde wird einigermaßen gut, sodass ich im Mittelfeld landen könnte. Damit wäre ich sehr zufrieden. Da geht noch mehr, das ist ja abgefahren. Wie krass spät man da bremsen kann mit dem BMW. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass er sehr gute Bremsen hat und gar nicht so schnell wird, wie man denkt. Normalerweise fahre ich auf Imola in der GT3-Klasse. Jetzt hatte ich schon ein bisschen untersteuern, bin über die Vorderräder gerutscht. Aber alles noch im grünen Bereich. Und es war viel Zeit verschenkt durchs Rutschen gerade. Jetzt gucken wir einfach mal. Ich glaube, ich bin an den hier auf jeden Fall näher rangekommen. Das heißt, die Zeit müsste zumindest besser sein als die von ihm, oder? Was? Warnung? Wirklich jetzt? Was? Nee, echt jetzt? Nee, also bitte. Nee, oder? Warum Warnung? Weil ich da bei Start und Ziel da drüber gefahren bin? Nee, das reicht mir jetzt. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Hier gerade eben, da möchte ich mir nochmal angucken. So, wo sind wir? Na, da noch nicht. Hier geht's auf Start und Ziel. Hier, war hier drüber mit vier oder mit drei Rädern? Na, wo ist denn? Hier fährt er jetzt und dann zack. Oder reichen da zwei, dass die Rundenzeit ungültig wird? Ist ja ärgerlich. Also so nicht. Naja, ich würde sagen, wir gehen weiter ins Rennen. Dann starte ich halt von ganz hinten. Bin ein bisschen vorsichtig am Start, dass ich nicht alle abschieße. Aber ja, da kann man auch kleinlich sein. So, Sprit für sechs Runden. Nee, ich war nur drei, oder? Habe ich gedacht. Haben wir hier irgendwo eine Rundenanzahl stehen? Ich glaube, da gibt es doch irgendwo diesen Sitzungsinfo. Wir fahren drei Runden, genau, richtig. Deswegen können wir hier mit dem Sprit großzügig sein. Also für vier Runden packe ich rein, damit wir auf jeden Fall bei irgendwelchen Problemchen noch ins Ziel kommen. Und ansonsten muss ich hier gar nichts machen, außer doch den Durchgang zu beenden. Und jetzt geht's ins Rennen. Oh, sehr schön sieht es aus. Und da wird es einfach abgebrochen, die schöne Stimmung. Naja, los geht's. Von ganz hinten dann halt. Einen Start verpennt, toll. Bei Assetto Corsa dauert es immer ein bisschen länger. Ich bin neulich online gefahren in Assetto Corsa, ein kleines Rennen. War recht cool. Und da ist die Startampel ein bisschen anders getimt. So, jetzt komme ich hier relativ weit vor, aber ich glaube, ich bremse hier einfach mal schon prophylaktisch. Jetzt hat mich einer von hinten angebumst. Macht aber nichts, da die Kollisionen ja jetzt funktionieren. Na, der ist da noch da. So einer bist du, ha? Komm, jetzt ist er weg. Wirklich jetzt? Die KI soll auf 100% stehen. Vielleicht hätte ich 105 nehmen sollen. Naja, das werden wir jetzt herausfinden. Hier vorne gibt es Probleme. Komme ich hier irgendwo vorbei? Nee. Mal hier nach innen ziehen und dann schön reinziehen. Dive-Bomben. Und scheinbar komme ich besser weg, da ich ohne Traktion... Oder? Doch. Stufe 2 war nämlich gerade noch drin, ja. Nee, hat eins so keine Auswirkung. Das heißt, auf 100% sind die ein bisschen zu schwach für mich, um wirklich ernsthaft hier zu fahren. Na, schauen wir trotzdem mal, wie sie sich anstellen. Funktioniert eigentlich mein Blinklicht? Oh nee, das war der Pit-Limiter. Ich nehme es nicht ernst genug. In Assetto Corsa nehme ich Rennen immer super ernst. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es daran, dass mir Assetto Corsa irgendwie so als noch reinere Sim im Gedächtnis ist. Oder im Gefühl, wie auch immer. Ja, kappelt euch nur, dann kann ich hier innen vorbeiziehen.
wenn ich aus dem Drift rauskomme. Na, Kollege. So, mal gucken, wie früh die KI hier bremst. Diesen Berg runter. Meine Hassstelle. Okay, der bremst hier schon. Okay, da kann ich auf jeden Fall in der nächsten Runde einen schlotzen, wenn er vor mir ist. Jetzt habe ich nochmal leicht gelupft, um nicht in Drift reinzukommen, um mehr Speed mit rauszunehmen. Scheinbar hat es auch geklappt. So, und einträchtig fahren sie dem Sonnenuntergang entgegen. So, ich hoffe, die da vorne machen keinen Unfug. Das sieht irgendwie so aus, als ob die jetzt Unfug machen. Sorry. Ach, der war da schon die ganze Zeit. Also bei Assetto Corsa hätte ich jetzt einen Aufhängungsschaden und bei Automobilista wäre wahrscheinlich irgendwie das Rad weggeflogen bei dem Aufprall. Ja, leicht im Drift darf auch mal sein. Schön ist er nach innen gezogen. Schön. Nein, 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 nein. Darf nicht sein mit dem Driften, ja. Super. Etwa mal 6 Plätze verloren oder so gefühlt. Ja, jetzt bin ich wieder Letzter. Aber das macht ein Rennen ja interessant. Vielleicht muss ich mehr Ernsthaftigkeit an den Tag legen. Oder auch mal ruhig sein. Komm, ich mache die Traktionskontrolle wieder ein Stückchen und dann soll das gut sein. Die KI nimmt die Curbs gar nicht so viel mit, wie man sie einfach oder eigentlich mitnehmen dürfte. Das wundert mich ein bisschen. Okay, oh, abkürzen, wenn ich den weiteren Bogen fahre. Verständlich. Nee, ich war einfach, glaube ich, mit 3 Rädern draußen und dann... Nee, klappt gar nicht. Ich dachte, ich komme jetzt an dem vorbei. Aber der ist schön nach innen gezogen. So, jetzt die letzte Runde. Eigentlich ging mir es ja gar nicht so ums Rennen. Ich wollte es mit den Kollisionen zeigen und den Reflexionen und einfach so Imola im Rennmodus präsentieren. Warum können die so viel später bremsen als ich hier? Die stehen da fast schon und ich denke mir, ich rausche jetzt in die Reihen und schieße alle ab. Sieht fast fotorealistisch aus, der kleine Hügel hier. Komm, 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 Schwung! Jetzt habe ich mich hier nett vorhin geschoben. Weiß gar nicht, ob man sowas in echt machen dürfte. Ich bin außen an ihm vorbei und bremse mich dann rein zum Scheitelpunkt. Weiß nicht, ob man das darf. Ob man so krass die Linie ändern darf. Ich fahre wie eine alte Oma gerade. Sowas regt mich immer auf. Wenn ich nichts dran ändern kann, aber es merke. So, der macht jetzt keinen Abflug. Nein! Oh! Okay, die Position gebe ich zurück, wie man es in echt auch machen würde, weil sie einfach unehrenhaft erworben wurde. Da, und die bremsen so viel besser als ich, obwohl ich die Bremse durchdrehte und ja ABS habe hier im BMW. Glaube ich zumindest. Ich hatte noch keine blockierenden Räder. Ist der weg? Weiß nicht. Ich glaube. Nein, jetzt konnte ich nicht einlenken, weil ich doch Kontakt hatte. Und jetzt schlüpft der an der Innenseite durch, schiebt mich auch raus. Nein! So schlecht, mein schlechtestes Rennen, was jemals aufgezeichnet wurde, glaube ich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals ein schlechteres Rennen gefahren bin. Hui, da kam aber ein hässlicher Stotterer gerade. Ja, und wer könnte auch anders gewinnen als Marcello Di Martino in seinem Heim-Grand Prix in Imola?
Wahnsinn, genau so muss es sein. Und hier in der Wiederholung sieht die Strecke auch wahnsinnig gut aus. Also gerade hier diese Unschärfe da bei dem Turm, bei Start und Ziel, finde ich, sieht geil aus. Und hier, das war das, was ich gemeint habe gerade, sieht einigermaßen fotorealistisch aus. Und ich habe die Tiefenschärfe eingestellt, wie ich gerade sehe. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier immer deaktiviert. Aber kommt eigentlich ganz gut rüber hier in der Wiederholung. Und genau das mache ich jetzt. Ich lasse euch was aus der Wiederholung da. Nicht alles. Obwohl doch, ich mache euch so ein kleines Wiederholungsfenster. Das mache ich und dann schiebe ich nochmal was aus der Qualifikation rein, dass ihr den Sound vom BMW auch noch ein bisschen habt. Genau, so mache ich es. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und seid einfach beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn ich irgendein anderes Spiel spiele oder auch wieder Race Room Racing Experience. Macht's gut, habt noch eine schöne Woche und auf bald. Tschüss!